Hallo Ladies and Gentlemen, willkommen zu meinem nächsten Let's Play Part Zelda Link to the Past. Och du Mann, welcher Part war das jetzt? Welcher Teil war das jetzt? Das war Laden, das war Laden, ne? Ja. Wo sind wir denn hier? Das ist doch schon wieder ein bisschen her, seit ich jetzt das letzte Mal weitergemacht habe. Hammer? Ach so, ja. Ja, ja. Und das letzte Mal war das war in Teil 5, das weiß ich noch. Jetzt doch, das weiß ich wieder. Weil ich da ja mich ja gesprochen habe. Ich habe ja gesagt, das war Teil Nummer 4. Auch schon als ich das zu Ende gesagt habe, als der Part zu Ende war, habe ich noch gesagt, das war Part Nummer 4. Obwohl das war Part Nummer 5. Dann heißt es, das ist hier also Nummer 6. Ich hoffe, ich aber jetzt nicht schon wieder Scheiße. So, wir haben volle Bomben, wir haben volle Rubine, wir haben volle Herzen, wir haben voll lange Ohren und haben einen Hammer und ja, sind voll in Part Nummer 6 und sind voll in Dungeon Nummer 4. Und ich habe jetzt voll keine Lust weiter zu diesen Scheiß zu erzählen. Und wir haben volle Herzen. Pfeile. Und Kompass. Du hast den Kompass gefunden, den kannst du nun Verstecke ausfinden. Oh, da kommt mir schon wieder so ein blödes Ding hinter dieser Spiegelschatten oder was das sein soll. Der große Schlüssel, damit das jetzt so manche Schlüssel sagen wollen, oder Schlüssel versagt. Ja. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wo diese Tür war, die sich nur mit dem großen Schlüssel öffnen. Willst du mich jetzt total verarschen hier oder was? Was war denn das für ein Scheiß gerade? Ey, diese scheiß Windows-Sicherheitswarnung, mal im Ernst. Immer labert der mich da voll. Soll das erlaubt werden? Ja oder nein? Zulassen oder ablehnen? Ich weiß nicht wieso, ich speichere das eigentlich immer. Ich weiß jetzt nicht wieso der auf einmal jetzt wieder alles anzeigt da. Selbst wenn ich jetzt ICQ öffne, als ich heute Morgen ICQ okay, was heißt heute Morgen, heute Nachmittag, als ich ICQ da geöffnet habe, hat er auch erst gefragt, soll das zugelassen werden? Ein Programm versucht, eine Verbindung zum Internet herzustellen, soll das erlaubt werden? Ja, meine Fresse. Kotzt mich an. Bam. Ich sage Bam. Was sagt eigentlich die Uhr? 28. Und hier in diesem Dungeon wäre eigentlich schon Schwert Nummer 3 angebracht, aber den können wir uns ja... er hat uns nicht getroffen. Nicht schlecht. Ja, komm her. Wir wurden getroffen. Nein. Renn hier, es wäre mir zu lang. Oh, wow, wow, es geht hier hinab. Kreuz hier, feuerrotes Ding da und in dieses blöde Scheißding. Ah, und diese komische Leber, die hier rumflabbelt und. So. Da, da, da. Und uns verfolgen wir diese Birnen oder was das sein soll. Zoom. Ich glaube, das müssen wir jetzt aktivieren. Wenn nicht, latsche ich halt wieder hoch. Diesen Gegner hier gibt es nur in diesem Dungeon. Das finde ich nicht schlecht. Und ja, wir sind richtig. Denn hier gibt es einen Knopf, den man drücken kann, damit sich die Tür öffnet. Und die rattern hier einfach durch. Diese grünen, glubschenden Viecher sind mir egal. 55... Roter Rubin, her damit. Okay, dann nicht. Ups. Ah, weg. Perfekt da drauf geworfen. Muah. Da oben sind drei Bomben drin. Woher ich das nur weiß. Nio. Da kommen Bomben runter, oder? Oh, nee.
komische Schlange mit dem Schädelkopf. Nee, keine Lust. Oh, das muss ich den jetzt wieder aktivieren? Ah, genau. Ich hab's nicht gerade klug aktiviert. Na, ich hab's natürlich falsch gemacht. Aber warum nicht? Werf mal einfach einen Kug drauf und fällt. Stargate Universe. Ich vermisse Atlantis. Bam! Ja. Ja, und diese roten Punks, sage ich dazu jetzt mal, die können Feuer spucken und diese blauen, die können einfach nur blöd rumlatschen. Hm. So. Stein hoch! Die verschone ich, weil ich einfach so nett bin. Habe ich nicht zwei Schlüssel gesammelt? Bäm, bäm. Wie jetzt? Zwei Schläge. Wie schwach ist denn der Speaker hier? Wieso wir auch so dicke Krüge einfach so durchs Gitter hier schmeißen können? Ich danke dir, Süßer. Du hast mir das Leben gerettet. Ich begleite mich da draußen. Naja, können wir eigentlich gar nicht. Die labert einfach nur Müll. Sobald wir mit der nach draußen gehen wollen, sagt sie... okay, ich habe vergessen, was sie sagt, aber irgendwie... Aber wir können nicht mit der da draußen gehen. Aber die hat einen ziemlichen... Die kann ziemlich schnell rennen, die Kleine. Titanhandschuhe! Damit kannst du die dunklen, schweren Steine heben, die vorher nicht von der Stelle zu bewegen waren. Und die kann sogar fliegen, ey. Schwebt die einfach so über den Abgrund da. Zung. Da war eine Falle drin. Da gehe ich nie wieder mehr rein. Müssen wir auch wieder wie in Dungeon Nummer 2, Lichtwelt Dungeon Nummer 2, in diesem einen Raum da, alle Gegner besiegen, damit wir weiterkommen. Und ich wusste, dass da ein Knopf drin war. Ja, woher nur? So, wir haben die Titanhandschuhe. Und das war's jetzt auch schon. Das war der nächste Dungeon, der jetzt hier ist. Geh dann mit der Tussi da mal rein. Bam. Was ist los? Ah, das ist viel zu hell. Yeah. So eine Zombie-Stimme muss jetzt kommen. Mann. Und die Alte ist echt immun gegen Feuer. Ich glaub sie nicht. Bam. 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 Also theoretisch müssen wir einfach nur hier rumstehen. Hier haben wir unser Schild. Und der ist eigentlich nicht so besonders stark. Oh, das war dieser Dungeon. Ich möchte jetzt mal kurz weiter auf die Zeit gucken, auf die Uhr gucken. So, okay. Ren, ich danke dir, du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Ja, damit die sieben Weisen das Tor in die Schattenwelt durch ein Siegel versperren konnten, kämpfen die Ritter von Hyrule ohne Rücksicht auf Verluste gegen furchtbare Monster. Viele ließen aber ihr Leben, aber sie taten es, Hyrule. Du bist vielleicht der letzte direkte Nachfahre dieser tapferen Streiter. Na super, was für ein Glück. Und nur du kannst der wahre Held werden. Wir vertrauen dir. Du wirst gern und bestimmt vernichten. Zeige deinen Mut. Hast du alles verdient, Gott sei Dank nicht so viel gelabert. Möge der Macht mit dir sein, Luke. So. Was fehlt uns denn noch? Jetzt können wir... Oh, mit diesen Titanhandschuhen können wir eine Menge Scheiß holen. Darunter richtig gute Sachen sogar. Zum Beispiel hier. Hier können wir uns nämlich insgesamt drei gute Items, Ereignisse machen. Beginnen wir einfach mal damit, dass wir uns ein Herzteil holen. Hier gibt es nämlich ein Herzteil. Indem wir jetzt einfach die ganzen lilanen Hülsblöcke oder was auch immer das sein soll, in den Boden reinhauen. Und zwar in derselben Reihenfolge, wie man im Lesen ein Buch lesen würde. Von links nach rechts und dann wieder eine neue Reihe. Nein, stimmt gar nicht.
nicht von, ja, von links nach rechts und dann von rechts nach links, so. Weil er eine neue Reihe anfängt, also von, beim Lesen fängt man ja wieder. Oh, wir haben Herzcontainer, ein neues Herz bekommen wir. Beim Lesen tut man ja ganz anders. Lesen tut man ja ganz anders. Was in Deutsch? Können wir uns hier so ein komisches, verrottetes Hühnchen schlagen? Ich bin Tierquäler, was? Bäm, hauen wir hier die Schmiede durch und fragen mal ein bisschen nach dem... Ach so, nee, das geht ja noch. Oh, ja, da fehlt uns ja der andere Typ. Na gut, dann machen wir erstmal was anderes. Und holen uns das zweite. Platsch. Geht's nach oben oder nach unten? Ja, nach oben. Oh, und damit brauchen wir das magische Puder, indem wir jetzt einfach Lütsch diesen komischen Fledermausartigen Typen holen. Ah, wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich. Ah, das schreit nach Rache, macht dich auf was gefasst. Na, wie gefällt dir das? Jetzt sterben wir. Moin. Ha, siehste, ab jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Gut, nicht? Das freut dich, was? Nun dann, toi toi toi, mach's gut. Jo. Von dem lässt man sich doch gerne verfluchen. Alle magischen Angriffe, die wir jetzt ausführen, richten jetzt nur noch halb so viel magische... ziehen halt nur noch halb so viel magische Energiepunkte ab. So. Das heißt, wir können jetzt den Feuerstab, den wir normalerweise, was weiß ich, so 8-mal einsetzen konnten, können wir jetzt 16-mal einsetzen. Ja, und halt weiter und so fort. Ups. Jetzt müssen wir uns erstmal seinen Collagen holen. Weil, ja, alleine schafft er das irgendwie nicht, ein Schwert zu schmieden. Und das hat diese Kröte mit auf sich. Weg. Quack, quack. Du siehst ja noch ganz normal aus. Du bist kein einfacher Junge. Quack. Ich wohne einst in Golden, einst in Kakariko. Ich frage mich oft, wie es meinen Kollegen geht. Quack. Bitte bring mich dort zu ihm, ja? Quack. Bitte, quack. Na gut. Weil er mich so oft angequakt hat. Was hast du zu sagen? Natürlich. Huch, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Seit hunderten von Jahren habe ich keine normalen Menschen gesehen. Lass uns ein wenig plaudern. Da steht doch mitten im Dorf eine Drachenstatue, nicht wahr? Die Leute behaupten, sie können unter der Statue ein Mädchen um Hilfe rufen hören. Eine merkwürdige Sache, oder? Ja, genau. Nur, das war da gerade schon dran. Jetzt muss ich meinen Spiegel wiederholen. Jetzt müssen wir uns zusammen in den Spiegel reingucken oder so. Sieht aus wie so ein Weihnachtsmann. Na, das ist ja mal eine gute Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden. Vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn du dein Schwert härten lassen willst. Sieht aus wie eine Mutter und ihr Sohn. Ich kann da irgendwie keine Männer erkennen. Außer jetzt. Jetzt sehen sie normal aus. Jetzt sieht man den weißen Bart. Ach, da bist du ja wieder. Du bist hier in der Schmiede immer gern gesehen. Können wir dir helfen? Schmiedet mein Schwert. Gut, hier ist unser Angebot. Schmieden, 10 Rubine. So viel Geld, scheiße, jetzt sind wir gleich wieder arm, Leute. Also schmieden, richtig? Ja, nee. Alles klar, kein Problem. Wir müssen dein Schwert nur eine Weile hier behalten. Fummel. Jetzt können wir uns hier totboxen, bis zum geht nicht mehr. Und da müssen wir kurz in die Schattenwelt. Jetzt frage ich mich... Oh, die Truhe ist da! Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nimm sie ungeöffnet mit. Und wenn wir laufen wollen, dann können wir sie abhängen. So, jetzt hängen wir hier mit so einer Truhe rum. Nicht schlecht, wa? Und die können wir sogar mit dem Licht wegnehmen, weil wir das sogar müssen. Und in dieser Truhe ist etwas drin und das brauchen wir, aber leider ist sie verschlüsselt und es gibt keinen Schlüssel dafür. Und ich bin der Meinung, die Truhe können wir jetzt mit dem Vogel mitnehmen. Stimmt's? Stimmt. Und wir latschen ja ganz ohne Schwert durch die ganzen Gegner durch, aber egal. Hier ist eine ganze Armee von den Viechern da. Weg. Ah!
Ich sag euch, ihr fliegenden Bastarde, haut bloß ab, ey. Weg. Weg. So. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin. Ach so, den Typ meinte der andere. Dass der in der Wüste so ein Dieb ist. Der Schlösser öffnet, wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht? Mal sehen. Und in der Truhe war eine magische Flasche drin. Das war jetzt die vierte und damit letzte Flasche, die es in dem Spiel gibt. Mehr können auch nicht tragen. Jetzt pfeifen wir unseren Vogel wieder her. Der uns jetzt erstmal wieder zu Nummer 3 ins Kalikodorf fliegt. Also wie gesagt, der Vogel ist echt eine Wucht hier in dem Spiel. Das macht richtig Spaß. So müssen wir jetzt hier nicht erstmal mehr irgendwo rumlatschen. Nur um die halbe Welt rumlatschen, nur um da... Ja. Holen wir uns unser Schwert. Hier hast du es, ein neu gehärtetes Schwert. Nimm es mal in die Hand. Und? Damn! Glückwunsch, das Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Ja. Hört sich auch geil an, so. Irgendwie dunkles Geräusch. Juhu! Und jetzt haben wir ein rotes Schwert, Schwert Nummer 3. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Nö. Und wir können gehen. Also dieses Spiel hat echt wenig Parts, Leute. Wenn ich da Terranigma denke. Meine Fresse. Nein. Ich bin ganz falsch, Leute. Ich möchte lieber nach oben gehen, statt nach unten. Weil, aus dem ganz simplen Grund, das ist da oben, nördlich von Kakariko, in den Bergen fast, dass es da noch eine Menge Herzteile gibt. Und da unten gibt es irgendwie gar nichts mehr. Zumindest nicht in der Nähe jetzt. Zoom. Ups. Was auch immer das sein soll, dass ich da gegen den Busch laufe und ganz plötzlich macht. Und das ist auch wieder ein gefakter natürlich. Und jetzt können wir eigentlich schon theoretisch jeden Gegner hier mit einem Schlag vernichten. Vernichten, bam. Lol, ey. Ein Schlag und alle tot. Da war aber ein Herz da oben, ja. Ich habe ja in Part Nummer 1 gesagt, oder in Part Nummer 2, dass man hier oben ein Herzteil findet, aber ich weiß nicht. Ich wusste jetzt nicht, ob das... in der Lichtwelt oder in der Schattenwelt ist. Okay, Enterhaken, den habe ich ja schon ausgewählt. Hui! Habe ich schon erwähnt? Was ist das für ein Dreck? Ich glaub's ja nicht. Wir brauchen da jetzt diese magische Unterhose für, oder was? Wahrscheinlich. Können wir es ja sogar sparen. Okay, hol ich mir jetzt erst die Hose und dann kommen wir wieder her. Weil die hieß ja nämlich auch in der Nähe. Stürmen hier durch alles durch, was wir sehen. Njum, bam, bam. So. Spiegel. Spieglein an der Wand. Wer ist der Stärkste hier im ganzen Land? Seht ihr, jetzt da, wo wir die Handschuhe haben, können wir echt wirklich jeden Scheiß hochheben. Es gibt das rote Rubin drin. Ich hoffe, ich stehe jetzt richtig. Ja. Und den müssen wir jetzt einfach nur verschieben. 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 Hey. Aus dem Weg. Ach so, müssen wir anrempeln. Das sieht für mich aus wie so eine rote Boxershorts. Der Zauberumhang, trage ihn und du bist unsichtbar. Achte auf deine Magieanzeige. Und wir sind nicht nur unsichtbar, damit sind wir auch unverwundbar.
Und wir können trotzdem unser Schwert schwingen. Und dieses Schwert ist komischerweise nicht unverwundbar. Und wir können damit Gegner besiegen. Also es ist das eins der wichtigsten Items überhaupt in dem ganzen Spiel. Eins der besten Items im ganzen Spiel. Wir können uns eine lange Zeit damit unverwundbar machen. Und wir können Gegner einfach so besiegen. Das ist übelst. Und ich glaube, dass wir uns mit diesem magischen Umhang jetzt durch dieses blaue, runde Etwas da durchschlagen können. Wenn nicht, weiß ich irgendwie auch nicht mehr weiter. Autsch. Herz. No. Oh, okay. Ich wollte gerade 9 sagen, aber... Natürlich, er haut uns nochmal. Warum nicht? Dafür ist er jetzt tot. Puff. Dafür hinterlässt wieder jeder hier Herzen. Puff. Okay, was soll ich mit Pfeile? So, okay, erst enterhaken. Jetzt müssen schnell hier. Geht mal ein bisschen lahmarschig alles voran. Und aktivieren die Hose. Aha. Und das Herz der Gott. So, das war jetzt wieder Nummer 1. Genau, er haut uns nochmal. Sag mal. Und hier oben waren die Holzfäller, die zu zweit an so einem Baum gesägt haben. Allerdings sind die jetzt fertig geworden und wir können diesen Baum, bam, anrempeln und es hat gerade so ein bisschen gelaggt. Das Spiel ging gerade so ein bisschen langsam wegen den ganzen Blättern. Da hat man gesehen, dass es hier in diesem Spiel auch ein Dings gibt, ein Sprite Limit, was man eigentlich noch nie bis jetzt gesehen hat. Wo ist denn das Herz da? Und wir haben wieder das 2 Stück gesammelt. Sammle noch 2 Herzen, um einen Herzcontainer zu erlangen. So ungefähr. So wird es, so heißt es. Vertrau der ganzen Sache. Und jemand weiß, wo diese 2 Holzfäller jetzt abgelandet hinten abgeblieben sind. In der Hütte sind sie nämlich auch nicht. Vielleicht sind das hier die beiden. Haben sich hier in so blaue Haie oder was das sein soll, verwandelt. Weg hier. Ganzes Ungeziefer-Gemetzel hier. Oh, jetzt muss ich überlegen. Jetzt haben wir diese Herzteile. Und wir haben die Hose. Und hier ist ein Pfeil, der nach unten zeigt. Hat das hier irgendwelche Bedeutung? Vielleicht sollte man hier graben. Aber, ne, ich weiß es nicht. Also wir haben unsere Schaufel nicht mehr. Hier gibt es auch nichts mehr. Hier gibt es auch nichts mehr. Hier ist eine kaputte Brücke. Ja, ja. Irgendwie war es das jetzt erstmal. Und ich bin mal ganz faul. Und gehen jetzt einfach ja, in den 5. Dungeon ran. Nein. Nein. In den 5. Dungeon können wir nicht weiter. Wir müssen jetzt erst in den 6. ran. Glaube ich zumindest. Oh, nein. Hier können wir auch nicht hin. Nein. Wir müssen zum Todesberg. Weil wir in den 6. Tempel auch nicht weiter rein können. Ich nehme jetzt den etwas schnelleren Weg. Normalerweise können wir ja einfach da... hier gab es auch Herzteile. Allerdings hole ich die jetzt erst, wenn ich einen Dungeon Nummer 7 fertig habe. Oder nein, wenn ich erst Dungeon Nummer 5 und 6 fertig habe, danke ich Ihnen. Und jetzt brauchen wir wieder unseren Spiegel, damit wir hier raus können. Bounce, bounce. Und jetzt brauchen wir wieder unser Gameboy. Mann, diese blöde Aussucherei hier. Anwählerei. Weil wir das hier brauchen, wo wieder irgendeine Scheiße steht. Halt das mal Schwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Okay. Din, 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 din.
Das Luftmedaillon, damit hast du die Macht über die Atmosphäre und das und kannst den Polarwind herbeirufen. Achte auf deine Magieanzeige. Ja. Damit können wir es schaffen, dass die Luft stillstehen bleibt, sozusagen. Gehen zum sechsten Dungeon. Heben den Stein hier hoch. Und begeben uns wieder in die Schattenwelt. Und hier regnet es richtig schön wieder. Und holen uns gleich den Spiegel, weil es hier zwei Herzteile gibt. Und damit, das heißt dann auch wieder, dass wir wieder ein Herz bekommen. Dazu bekommen. Was war hier drin? Ich weiß es nicht mehr. Was zur Hölle? Hey Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen, aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Ja, warum nicht? Wir haben unendliche Rubine. Danke, Kumpel. Also, man sagt, Monster am Sumpf produzieren das Unwetter nur so aus Spaß. Wenn du die Luft mit einer größeren Macht bewegst, hört der Regen vielleicht auf. Und er gibt uns nochmal volle Herzen. Warum nicht? Was ist da drin? Rubine wahrscheinlich. Herz, Pfeil, Bomben, jeder Scheiß hier drin. Bis auf Rubine. Na gut. Aber ich suche eine bestimmte Stelle. Nämlich die hier. Hier können wir nämlich rein. Ja, natürlich. Und ich lande natürlich genau auf dem Stein drauf. Warum nicht? Dann halt hier. Danke. Whoops. Und hier ist wieder ein Herzteil drin. Durch ein kleines Schiebepuzzle hier. Was nicht ganz leicht ist. Da erzählt uns nur noch ein Herzteil und das ist auch schon wieder ganz in der Nähe. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da drin war. Da war eine große Fee drin. Tatsache. Okay, ich weiß es doch noch. Platsch. Das Wasser ist tief, aber die Bombe geht nicht unter. Hm. Und hier war aber ein Herzteil drin. Nein, auf die Viecher habe ich jetzt keine Lust. Das sind eh unverwundbar, also was soll's. So. Ja? Ja! Und wir haben wieder ein Herz. Und da fehlen uns jetzt noch vier Herzen. Bis wir wieder volle Magiepunkte, damit wir wissen, dass wir wirklich alle Herzteile gesammelt haben. Zwei Reihen können wir nämlich machen. Zwei volle Reihen. Und ich ziehe gleich zwei Herzen ab, weil wir jetzt durch den, drei Herzen sogar. Das ist jetzt Dungeon Nummer 6, dann gibt es 5 noch, dann gibt es Dungeon Nummer 7. Das heißt, wir bekommen nochmal 3 Herzcontainer durch die Bosse. Das heißt, uns fehlen eigentlich nur noch 4 Herzteile, damit wir alle Herzteile im ganzen Spiel jetzt gesammelt haben. Das ist eigentlich nicht mehr viel. Die müssen wir auch noch irgendwie finden. Also ein Herzteil fällt mir jetzt gerade noch im Kopf so ein. Zwei Herzteile fallen mir gerade zum Kopf noch ein. Zwei ist ein bisschen wenig. Uns fehlen 4. Nein. Und ich mag diesen Dungeon nicht, ganz ehrlich. Das ist der blödste und langweiligste Dungeon im ganzen Spiel. Ich weiß nicht. Die Farbe hier, das alles so grün ist, das ist einfach langweilig. Ich habe den noch nie gemocht, selbst als kleines Kind nicht. Das hat mich alles angekotzt. Uah. Muss ich hier lang? Nein, ich muss rechts lang. Natürlich. Ja, muss jetzt natürlich wieder so ein blödes, funkelndes, blitzende, blöde Kugel kommen. So. Genau, hier müssen wir hin. Und die schießen. Wieso auch immer. Oder der schießt. Zoom. Weil hier ein Schlüssel ist, den wir unbedingt brauchen.
Wir brauchen hier sogar eine ziemlich Menge Schlüssel. Weil dieser Dungeon ist nämlich ziemlich groß. Wir haben jetzt Dungeon 3 und Nummer 4. Die waren jetzt minimal. Die waren echt klein. Und hier nehme ich lieber meine Hose. Und das war der zweite Schlüssel. Und hier ist sogar noch ein Schlüssel. Nummer 3. Und ich finde das einfach so geil. Ich bin jetzt richtig schön und verwundbar. Ich kann jeden Scheiß hier machen, den ich will. Na gut. Erstmal gucken, was da drin ist. Ja. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal geradeaus lang. Na, da will ich eigentlich nicht gegen laufen. Sprinten. Was haben wir denn hier drin? Und hier ist noch ein Schlüssel drin. Ja, 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 das weiß ich. Nein. Ich bin schneller als du. Ha, ha, ha. So, und Schlüssel Nummer 3. Das Ding mache ich jetzt aber mal runter. Damit ich hier durch kann. Ich bin nur ein Schatten. Ich bin nur ein Schatten. Ihr seht mich nicht. Latschen einfach durch. Ihr könnt mich alle mal. Oh. Okay, einen großen Schlüssel habe ich jetzt noch nicht. So, okay, dann gehen wir halt nach unten lang. Oh nein, da haben wir jetzt den, diese blauen Dinger runtergemacht, diese blauen Blöcke. Damit können wir jetzt hier einen Schalter aktivieren, drauf drücken, wo da eine Truhe erscheint und da die Karte drin ist. Fail? Okay, nein, keine Karte. Schlüssel finde ich sogar noch besser. Das war knapp. Was haben wir hier drin? Nein! Sag mal, dieses Scheißvieh kommt auch uns echt hinterher. Wie wär's mit sterben, Jungs? Danke. Schade, ich dachte, die hinterlassen vielleicht Energie. Klack. Oh, natürlich. Also jetzt geht uns hier wirklich langsam die Energie zu Neige. Nein, unser erster Treffer. Wir haben Schaden erlitten. Nein. Und nochmal. Und das alles für den scheiß Kompass, weil hier nämlich der Kompass drin ist. Nein, hier war die Karte drin. Nein, stimmt. Willst du mich verarschen? Dann gehen wir halt jetzt nochmal nach unten. Ich komme. Ich komme wieder. Okay, dann sind wir halt jetzt ein bisschen schlauer und aktivieren den Schalter. So. Ah, jetzt müssen wir das hier nochmal machen. Oh. Elegant ausgewichen. Muah. Der jetzt wäre getroffen. Bam, na klar. Nehmen uns den Kompass. Ah, hier ist der Kompass. Wo ist denn die scheiß Karte drin? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Oh, vollständige Energieheilung, Magieheilung. Juhu. Das war doch schön. Und jetzt heißt es wieder hier verrücken. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann kommen wir gleich Zauberer. Ja, genau. Und das gleiche nochmal. So, 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 so. Jetzt machen wir wieder diese Lämpchen an. Lampi? Schnauze. Oh, noch nicht mal getroffen. Es bebt. Alles bebt. Wieso bebt es? Ah! Ja, jetzt kann es auch langsam mal aufhören, wieder zu beben. Was haben wir denn da oben? Das war wieder Sala. Ja, genau. Ich bin es. Zünde 4 Fackeln an und ja. Haben wir gerade gemacht. Und holen uns den großen Schlüssel. Das ist ein großer Schlüssel, aber da ist jemand Schlüssel drin, wo kleine Schlüssel bei sacken. Ja, ja, ja. Ich muss das einfach immer wieder lesen. Das ist einfach herrlich.
und können den Dreck hier aufmachen. Nein, nein, nein. Jetzt können wir uns einfach mit dem Spiegel raus teleportieren und wir am anderen Eingang hin, aber nö. Da ich keine Lust habe, dann wieder am Anfang dagegen alle Gegner zu besiegen, damit sich dann diese Tür da öffnet, gehe ich einfach diesen Weg lang, weil wir jetzt erstmal nach rachts müssen. Nämlich da rein. Und Augen in der Wand. Okay. Der Somaria-Stab. Er wird dir sehr nützlich sein, wenn du ihn klug einsetzt. Okay, das hat mir jetzt mal alles geholfen. Oh nein, nein. Ja, da gibt's die Karte drin. Letzte Chance. Ja. Du hast die Karte. Drücke X-Knopf um deine Reihe. Jetzt können wir da diesen Weg gehen, mit dem wir, wo die Tür war mit dem großen Schloss. Ja, ich wollte gerade sagen, das bringt uns nichts. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Von da oben sind wir hergekommen. Mensch, Mensch. Nein, so richtig, links. Jetzt wurde total besoffen. Was war jetzt hier drin? Ja, genau. Hier sind wir hergekommen. Da war jetzt die Tür mit dem großen Schlüssel. Mit dem großen Schlüsselloch. Teleportieren uns mit voller Geschwindigkeit hierhin. Und werden fast getroffen von diesem Schallangriff von dem Zauberer. Oder was das sein soll. Und ja, wir laufen weiter runter. Und wir schaffen diesen Dungeon aber leider nicht mehr, weil das uns locker über 40 Minuten werden. Hier gab's doch... Achso, genau, hier war der Knopf, der jetzt, wenn er so weiter drauf gehen, der sie wieder zumacht. Genau, ich werde getroffen, lande dann direkt da drauf. Und ihr regt mich langsam auf, ihr blöden, grinsenden Scheißstatuen. Wie wär's, wenn du da drauf bleibst? Boah, muss man sich hier wieder aufregen, damit alles klappt. Weg. Ah, schade. Ich möchte eigentlich aber noch ganz gerne vor dem Endgegner speichern. Alles, was jetzt hier noch drin ist, wird uns höchstens nur... Genau, natürlich ist der blöde Schalter jetzt wieder falsch. Ja, und wenn wir diesen roten Block können wir auch zerstören mit Hilfe des Stabes und dann hinterlässt das so eine vier Feuerflämmchen in jeder Himmelsrichtung. Und da kommen Läuse raus oder was das sein soll. Klack. Da seht ihr jetzt wieder so einen Raum mit richtig viel Kohle drinne. Da können wir hin, wenn wir jetzt in dem Raum, der da rechts ist. Ja, dann ist da oben links irgendwo eine Tür. Da können wir da mit rein. Aber wir haben ja unendlich Geld theoretisch. Also, ist das völlig Wurst. Interessiert uns Geld nicht wirklich. Und wir speichern direkt. Nein! Egal. Keine Lust jetzt hier zurück. So, und speichern. Bäm! Genau hier ab. Und sehen uns in Part Nummer 7 weiter. Dann tschö, bis dahin.